Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Cardio-Training. Wir wollen richtig viel Fett verbrennen, Energie verbrauchen und hoffentlich natürlich auch Spaß haben. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir machen jetzt immer gleich einen Schritt. Zuerst im Low Impact, das heißt mindestens ein Fuß bleibt auf dem Boden, werden den dann steigern zu einem High Impact, das heißt statt gehen vielleicht auch laufen, nur wenn du willst. Du kannst jederzeit in dem einfacheren Schritt bleiben. Und jetzt starten wir mit einem Aufwärmtraining. Dazu kommst du in eine Grätsche, deine Knie zeigen nach außen Richtung Fußspitzen, richte dich auf, lass deine Schultern so ein bisschen durchbewegen, rechts und links. Einfach schon mal nach hinten kreisen, genüsslich. Jederzeit auch Pausen einlegen. Alles ist richtig. Genau, jetzt ziehst du die Schultern hoch, rechts und links. Hoch, tief. Und du kannst, wenn du willst, deine Hüfte so ein bisschen mitbewegen. Deine Wirbelsäule in die Bewegung einladen. Ganz locker. Kreis deine Schultern. Hüfte geht mit. Nach rechts, nach links. Lass deine Schultern locker und nur die Hüfte von links nach rechts. Vielleicht kannst du eine liegende Acht zeichnen. Wenn es eine 7 wird, ist auch okay. Alles richtig. Hüfte aufwärmen, Fußgelenke aufwärmen. Jetzt bleib noch mal in der Mitte, schau mal. Abrollen, Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Hin und her. Arme gehen mit. Große Bewegung. Ein bisschen schneller. Hin, her, hin, her. Nochmal langsam. Hin, her. Tempo. Langsam. Tempo. Hier bleiben. Werde kleiner. Roll deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz locker. Etwas langsamer jetzt. Ganz bewusst. Immer weiter abrollen. Und jetzt die Ellbogen rück. Einfach nach hinten kreisen. Und gerne größer werden. Lange Arme. Hoch, hoch. Richtung Decke. Nochmal. Beide Arme jetzt nach oben schieben. Schau mal. Hoch, ab. Je höher die Arme, umso höher auch der Puls.
Nach vorne die Arme. Hier. Nach vorne boxen. Drei noch. Nochmal vier nach oben. Hoch, hoch. Nach vorne. Gleich nochmal nach oben. Hopp. Nach vorne. Letztes Mal vier hoch. Vorne. Sehr gut. Bisschen warm. Dann gehst du. Gehen, gehen, gehen. So, jetzt schon mal bewusst die Arme mitnehmen, als würdest du walken. Ellbogen richtig nach hinten mitnehmen. Leise abrollen. Genau. Ziehen, ziehen. Da sollte dir eigentlich schon warm werden jetzt. Oder? Ein Rhythmus kommt dazu. Wir gehen. Eins, zwei. Schau erstmal zu. Hoch. Eins, zwei. Und hoch. Und wenn du möchtest, machst du einen Kick. Kick. Eins, zwei, drei. Kick. Eins, zwei. Kick. Letztes Mal noch. Und jetzt gehst du dann weiter. Und wenn du möchtest, kannst du laufen. Muss nicht im Takt laufen. Lauf ruhig ein bisschen schneller und roll ganz leise die Füße ab. Schau mal. Die gehen wirklich hier im rechten Winkel mit. Auch hier ein kleiner Rhythmus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Genau. Hopp, hopp, stehen. Hopp, hopp, stehen. Nochmal. Eins, zwei. Du kannst auch ganz leicht, eins, zwei, in die Richtung gehen. Alles noch gut? Letzten Male. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Stopp. Nächster Schritt. Gehen, gehen. Einen Schritt nach rechts, links. Genau, das ist unser Low-Impact-Schritt. Hin, her. So bleibst du auch erstmal. Nimmst deine Arme mit. Links. Ganz groß in der Bewegung. Nochmal kleiner von den Armen. Wenn du willst, hopp, 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 dann springst du schon ein bisschen. Arme gehen mit. Und vielleicht tippst du nicht mehr, sondern hältst dein Bein in der Luft. Ha.
Atem fließt. Du kannst auch gehen, musst nicht springen. Nochmal. Komm so ein Stück zu mir nach vorne. Komm vor, vor, vor. Und wieder zurück. Zu mir. Vor, vor, vor. Zurück. Nochmal. Zurück. Nochmal. Einmal noch. Rück. Hier bleiben. Hin, her. Und am Platz. Ganz locker. Nächster Schritt. Schau mal. Tipp, tipp, tipp. Außen tippen. Unser Low Impact Schritt. Nimm rück die Schultern mit hoch. Linke Schulter, rechte. Weiter. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Probier mal. Ja, super. Ohne Schultern. Und wenn du willst, pendeln. Muss nicht sein, du kannst weiter tippen. Geht der Puls höher? Immer noch. Kleiner Rhythmus. Eins, zwei, stopp. Eins, zwei, stopp. Einfrieren. Okay. Sehr schön. Ganz locker. Gehen, gehen. Nächster Schritt, schau mal. Tap. Low Impact. Einfach nach vorne tippen. Wenn du willst. Arm nach vorne, ganz geöffnet die Hand. Und jetzt mal nicht geöffnete Hand, sondern Boxen, Boxen. Ohne Arme. Du kannst natürlich da bleiben, wenn du möchtest.
machst du doppelt so schnell und springst. Tap, tap. Komm, komm. Bauchspannung. Durchhalten. Weiter. Zwei. Mach mit. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Komm, komm. Gleich geschafft. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Und bleib hier, hier bleiben. Ganz locker. Puls kurz ein bisschen runter. Tipp nochmal vorne. Bereit für den neuen Schritt? Sehr gut. Denn jetzt geht's nochmal in ein Walken und wir öffnen und schließen die Beine einfach nur auf, zu. Ruhig richtig schön groß die Bewegung, große Schritte. Arme. Einen großen Kreis. Ja. Vorsicht, jetzt probieren wir das mal mit links. Außen, außen, innen. Erstmal ohne Arme. Hoch. Und wenn du willst, machen die Arme so einen Kreis. Immer nach. Ganz ohne Arme. Letzten acht genauso. Du kannst auch so bleiben, wenn du willst. Oder du kommst gleich in einen Sprung. Vier. Nur wenn du willst. Entweder so weiter oder Knie nach außen. Leise landen. Thank you.
Komm, komm. Wenn du willst, eins, zwei. Eins, zwei, stopp. Genau. Letzten. Sechs. Fünf. Nochmal gehen. Mit links, außen, nächster Schritt, schau mal, Kick, nach vorne kicken, ganz kraftvoll, richtig vorschieben, Low Impact. Wenn du willst, nimmst du die Arme dazu und boxt richtig kraftvoll. Nochmal aus der Mitte heraus. Geht noch. Ohne Arme. Wollt mal kreuzen. Nochmal nach vorne, kreuzen, nach vorne, kreuzen, nach vorne bleiben. Und wenn du willst, dann kickst du, musst nicht im Rhythmus, sondern werde ruhig ein bisschen schneller. Jetzt mach doppelt. Versuch mal den Rhythmus wieder aufzugreifen. Doppelt. Doppelt. Arme machen, was sie wollen. Und nochmal schneller. Einzeln, einzeln. Komm,
Gib Gas. Ohne High Impact. Puls ein bisschen nach unten. Hier bleiben und wir bouncen. Das heißt, entweder geht nur die Ferse hoch oder wird schon so ein bisschen größer. Und wenn du willst, twistest du. Lass ruhig immer die Fußspitzen unten. Nur die Fersen drehen. Arme. Arme ändern sich. Ellbogen Richtung Taille. Das ist Low Impact und wenn du willst, werde größer. Komm mal darüber. Eins, zwei, drei, stehen. Und eins, zwei, drei. Arme gehen tiefer. Mach, wie du willst. Stopp. Gehirn. Neuer Schritt. Ganz locker. Schau mal. Rechter Fuß geht schon mal in die Ecke. Komm mit. Vor, vor, rück. Wechseln. 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 Bist du bereit? Wenn du willst. Wechseln. Cha, cha, cha. Wechseln. 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 Wechseln.
Vorsicht, bleib bei dem Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Immer noch und gehen. Ganz locker. Gehen, gehen. Ist dir auch schon warm? Ein Schritt noch, oder? Einen schaffen wir. Knie wechseln nach oben. Schau mal. Hoch, hoch. Wichtig, ganz gerade bleiben im Rücken. Und gleich mal deinen Ellbogen Richtung Knie. Hand zum Oberschenkel, schau mal. Hand zum Fuß. Hinter. Nach vorne nochmal. Hand zum Oberschenkel. Ganz ohne Armen, wenn du willst. Muss nicht. Nimm die Arme rück mit. Zweimal rechts. Schau mal. Links. Und gehen, locker weitergehen, sehr fleißig, einfach weitergehen, langsamer werden, mir ist warm, mach jetzt nochmal einen Schritt rechts, links. Schau mal, Puls nach unten. Fleißig, fleißig. Zwei Schritte nach rechts. Eins. Links. Ganz ohne Arme, zwei. Hm.
Einen Schritt. Komm nach außen. Schau mal. Lass die Arme pendeln. Ganz locker hin und her. Ferse anheben. Werde mit dem Pendeln kleiner. Verlagern. In der Mitte halten. Eintauchen. Rund aufrollen. Eintauchen. Das Brustbein führt nach vorne. Brustbein. Letzten zwei noch. Halten unten. Ferse heben, dreh dich nach rechts, Knie über der Ferse und hier hinten ganz gestrecktes Bein. Federe tief, spür den Hüftbeuger, Oberschenkel. Halte, Knie absetzen, Fuß lang. Körpergewicht nach hinten, Fußspitze anziehen und wieder nach vorne kommen. Gleich nochmal zurück. Einmal noch Dehnung in der Rückseite, nach vorne. Aufstützen, Grätsche, rechte Ferse heben, dreh dich, Knie über der Ferse vorne, ganz sanft hier wippen. Halten. Knie absetzen, Körpergewicht nach hinten, Knie strecken und wieder nach vorne. Halten, Fußspitze aufstellen, dreh dich einmal wieder rum, stütz dich auf, beweg deinen Rücken in allen möglichen Richtungen, wohin auch immer du ihn jetzt bewegen möchtest, rechts, links. Und dann rollst du Wirbel für Wirbel nach oben auf. Atme ein. Und aus. Nochmal ein. Nochmal. Beine schließen. Ein Bein fassen. Knie zusammen. Fuß in die Hand schieben. Spür den Hüftbeuger nochmal. Drück den Fuß wirklich dagegen. Richte dich hier auf. Sehr schön. Kannst dich auch festhalten, wenn du möchtest. Löse, atme ein, atme aus, anderes Bein, hier fassen, Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben, richtig dagegen drücken. Merkst du?
Dann lässt du wieder los. Lass deine Schultern kreisen. Wirklich fleißig. Wir haben richtig viele Schritte gemacht, richtig Energie verbraucht, richtig Fett verbrannt. Streck dich lang. Zieh dich in alle Richtungen. Räkel dich und streck dich. Beug nochmal deine Beine. Öffne deine Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Sehr gut. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Es gibt übrigens eine ganze Playlist mit Cardio-Trainings auf meinem YouTube-Kanal. Einfach mal in die Playlist reinschauen. Gibt es ganz viele verschiedene Videos. Also einfach mal nachsehen, wenn es dir gefällt. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank. Der Link wäre unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Klick einfach mal drauf. Da kannst du dann auswählen, mit wie viel du das im Monat machen möchtest. Danke auch an die, die es bereits tun. Ich freue mich, wenn du auch ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!